Ja, hör ich mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Jetzt müsste es halt nur noch laden. Ach, tut's, tut's, tut's. So. Neue Gespräche. Unsere Späher berichten von einem großen Protoss-Schiff auf der anderen Seite des Mondes. Es muss das interstellare Schiff sein, mit dem Sie hierher gekommen sind. Es ist noch nicht zum Abflug bereit, wird es aber sein, bevor wir es erreichen. Sie sind zäh. So viel steht fest. Aber ich bin vorbereitet. Bin ich gespannt. Ihr müsst das nicht tun. Ihr könntet gehen. Verlasst diesen Mond, bevor die Goldene Armada eintrifft. Ich kann nicht weglaufen. Das weiß ich jetzt. Meine Feinde werden mich auf ewig verfolgen. Mir bleibt nur der Kampf. Es wird niemals Frieden geben. Frieden? Frieden, das kannst du vergessen. Evolutionsgrube. Neue Entdeckung. Große Verbesserung für Zergling-Sequenzen. Was für eine Verbesserung? Antwortkomplex. Kann Evolution von entwickeltem Zergling spalten. Zwei neue Stränge bilden. Dann füge sie dem Schwarm hinzu, Abatur. Stränge schließen einander aus. Gleiche Sequenzen benötigt. Muss für einen entscheiden. Anderen verwerfen. Gut, mach ein paar von beiden. Ich will sie in Aktion sehen. Entwerfe Tests für beide. Verfügbar in Evolutionsgrube. Ich werde deine Erinnerungen durchsuchen und herausfinden, warum ich so wütend werde, wenn ich dich sehe. Erinnerungen unwichtig. Ablenkung. Ich sehe es in deinen Gedanken. Du hast die Königin der Klingen erschaffen. Es waren deine Gliedmaßen, die mich in dem Kokon einwickelten. Schwach und weich, Knochen gebrochen, Fleisch zerfetzt, dich verbessert. Sei froh, dass du für den Schwarm so wichtig bist, sonst wärst du jetzt tot. Unverständlich. Absolut unverständlich. Also, hier ist ein... Schabe? Ah ne, Schaben kenne ich ja schon. Schon. Hier, Hydralis. Eine Mutation wählen. Raserei. Aktivieren muss man das. Mehr Panzerung. Angriffsreichweite. Ich glaube, wir nehmen mal die Panzerung. Wo sind jetzt Evolutionsmission spielen? Zergling-Gattung bereit für Anpassung. Oh. Einzigartige Essenz auf Planet der Liga entdeckt. Essenz einsammeln, Zergling anpassen, Außenposten der Liga zerstören. Cool, Gattung Schwarmling. Das machen wir. Das klingt doch cool. Das kann ja nur cool werden. Zerglinge, ich liebe Zerglinge. Das ist wirklich die coolste Erfindung in diesem Spiel. Deswegen macht es auch so Spaß. Zergs. Zerg. Da war ich auch sehr enttäuscht, wie das Spiel rauskam. Und ich kannte eben das alte StarCraft, dass man ja alle drei Rassen spielen konnte. Und dass als Mission dann nur die Menschen gab, das fand ich sehr... Immer Menschen bauen. Aber zack. Zack. Und Protoss, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird es ja hoffentlich auch noch irgendwann mal geben. Und dann mit Protoss Missionen zu spielen. Planet Kalos.
Außenposten der Liga auf Klippen über Tal. Außer Reichweite. Anpassung notwendig. Ansässige Karak besitzen enorme Sprungkraft. Überraschen Beute. Karak verschlingen. Essenz sammeln. Kann Eigenschaft in Zerglingstrang assimilieren. Okay. Wenn gesammelt, Außenposten der Liga erreichbar. Na dann. Sammeln wir doch mal. Essenz erlangt. Neue Sequenz in Zerglingstrang verwoben. Verbesserte Zerglinge kampfbereit. Gut, dann wollen wir sie mal in Aktion sehen. Schicke jetzt weitere Zerglinge. Oh. Cool. Atomreaktor springt auf Feinde zu, überwindet Klippen. Das macht ja Spaß. Das ist bestimmt im Multiplayer wird es hier nicht geben, aber das wäre witzig. Außenposten zerstört. Nächste Gattung bereit für Test. Okay. Planet Astrid 3. Verwilderte Zergbrut. Verwilderte Brutstätten entwickelten einzigartige Anpassung. Morphen Zerglinge sehr schnell. Ich übernehme jetzt die Kontrolle über den Schwarmcluster. Integriere Anpassung in Schwarm. Auf diesem Planeten befinden sich Streitkräfte der Liga. Sie bewegen sich in Richtung des Schwarmstocks. Beeil dich, Abatur. Schwarmlinggattung verfügbar. Bereit für Metamorphose. Gattung Schwarmling. Schlüpft schnell. Drei aus einem Ei. Überrennt Feinde. Okay. Cool. Liga nähert sich. Larven zu Schwarmlinggattung morphen. Das ist ja wirklich. Es sind einfach zu viele. Angreifer eliminiert. Bereit, weitere Zerglinge zu morphen. Basis zerstören. Hä? Ja, klar. SZ, ich muss mir mal langsam die... Wir brauchen mehr. Achso. Ja, aber gut, ich kann da nur... Wir brauchen mehr Mineralien. Na gut. Also, Attack. Die sind aber wahrscheinlich deutlich schwächer wie die normalen Zerglinge, oder? Sie sind überall! Dann braucht ihr nicht mal zu zielen! Wir
war vernichtet. Schwarmling-Test abgeschlossen. Muss Sequenzen für Schwarmintegration vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Jawohl. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ich finde fast die cooler irgendwie. Aber das ist natürlich schon die Masse, ne? Ist halt einfach cooler. Also komm. Evolution abgeschlossen. Kleine Heuschrecken. Schön. Jetzt die Frage, ob die immer so kommen oder muss ich das extra auswählen? Ich hoffe, die kommen immer so. Das wäre natürlich schon richtig cool. Weil das zusammen mit dem Metabolismus-Schub. Was? Achso, das war hier. Okay, gut. Kerrigan, kannst du noch was? Eine neue Fähigkeitsstufe ist erwacht. Aha! Wenn du eine deiner neuen Fähigkeiten verwenden willst, musst du sie auswählen. Oder sie wird nicht aktiviert. Okay. Abklingzeit 30 Sekunden. Getötete Zeitlinie, wenn der Haupt... Au! Oh. Zeitlinie oder Overlords? Aber ich glaube Overlords, weil das ist immer so. Brauche ich immer. Gut. Okay. Ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Ein bisschen eine kürzere. Und in der nächsten gibt es eine Mission. Bis demnächst. Tschüss.